sind ständig auf Tour, durch halb Europa, immer ihrer Mannschaft hinterher. Mit einem Fuß auf der Tribüne des Stadions und mit einem Fuß im Knast. Die Ultras, die härtesten der harten Hooligans. Ihr Sport, sich erst mit Alkohol und Drogen zuziehen und dann derbe Keilereien mit anderen Fangangs arrangieren. Das Fußballspiel selbst wird zur Nebensache, zur schönsten Nebensache der Welt. Hauptsache Randale. Das Spiel ist nicht mehr als der Katalysator. Auf dem Weg zum Stadion bringt man sich schon mal entsprechend in Stimmung, indem man wüste Prozessionen durch die trostlosen Vorstädte inszeniert, Autobahnraststätten kostenfrei leerfrisst, Tankstellenkassen ausräumt, Steinhagel über gegnerische Hooligan-Meuten und Polizisten niedergehen lässt und im Zweifelsfall auch schon mal den ein oder anderen Waffenladen überfällt. Egal, welches Vehikel sie zu den Fußballstadien bringt, Sonderzüge, Busse, Fähren, Flugzeuge, es wird aufgemischt, was nicht nied- und nagelfest ist. Paradebeispiel die rot-schwarzen Brigaden der berüchtigten Fans des AC Milan. Für den eigentlichen Kick brauchen sie den Ausbruch roher Gewalt, denn du bist nie so lebendig gewesen wie in dem Moment. So einer aus dem rot-schwarzen Fanblock. 40 Sekunden, 1-1.